Ja, bei uns geht es direkt weiter und zwar ganz, ganz spannend. Denn unser lieber Kollege, der Björn Kasper, der ist ja unterwegs und sucht wirklich und hat sie auch gefunden, die schönsten Parks auch, Freizeitparks. Und der ist in Holland unterwegs und wir durften heute schon mal rüberschalten zu ihm. Und der hat also sich da im Märchenland, hat er sich da also einen wunderschönen Tag gemacht. Und ich denke, wir gucken mal, was er noch so entdeckt hat. Hallo München, hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, wunderschöne Grüße, die Sonne scheint, wenn Sonnenklar-TV unterwegs ist meistens. Ich bin im wunderschönen Niederlande, im Efteling und schaue nach Europas schönsten Freizeitparks und ich muss sagen, nach so einem Tag kann ich sagen, es ist einer der schönsten Freizeitparks Europas. Außer Frau Koppelmanns, die den ganzen Tag mit uns unterwegs ist, hat mich ganz schön getrieben. Also meine Füße tun weh, ich bin jetzt müde und dann sagten sie zum Abschluss, schauen wir uns mal was ganz Besonderes an. Wo sind wir jetzt hier? Ja, wir sind hier in Ferienpark Efteling Bosrijk und Sie sehen ganz schön im Grünen, in der Natur, wo man sich erholen kann. Denn wenn man den ganzen Tag unterwegs gewesen ist im Freizeitpark, dann ist es doch herrlich, wenn man in sein eigenes Bett hinlegen kann und ausruhen. Das geht hier. Wie geht das? Also dieser Freizeitpark ist ein paar Meter entfernt von uns? Ja, kleinen Spaziergang, paar Minuten. Dann gibt es viele Möglichkeiten, bei uns zu übernachten. Wenn man von weiter weg kommt und länger bleiben will, dann muss man auch übernachten können. Efteling hat zwei Hotels und zwei Ferienparks. Auf eins haben wir das Efteling Hotel, 122 Zimmer, von denen einige Themenzimmer, die sind ganz interessant, so Rotkäppchenzimmer oder Hansel und Gretelzimmer. Aufs andere haben wir in 2017 das Efteling Loonse Land Ferienpark eröffnet mit Häusern, die in der Natur sind, also hoch in den Bäumen oder am Wasser oder zwischen den Dünen. Und hier in Efteling Bosrijk, da finden Sie Häuser von vier bis 24 Personen. Wir sehen auch, dass die Familien es sehr mögen, zusammen unterwegs zu sein. Die nehmen Onkel und Tanten mit, Opa, Oma, Enkelkinder und die suchen sich hier einfach ein Haus, was passt. Wie verbringe ich so einen Tag bei Ihnen? Oder wie Sie sagten auch, es ist auch dann Eintrittspreis inklusive? Das stimmt. Wenn man hier in Efteling übernachtet, dann sind Anreise- und Abreisetag beide, alle Tage sind inklusive Eintritt in den Park. Und man kann eine halbe Stunde bevor Eröffnungszeit schon in den Freizeitpark, also direkt zum Achterbahn, wo man gerne rein will, dann sind Sie der Erste. Das ist ein schöner Tipp. Und wenn wir bei Tipps bleiben, Sie haben mir vorhin was gesagt, weil meine Tochter unbedingt auch noch mal hin will, in den Märchenwald bei Ihnen. Ich soll einfach mal in den Kalender schauen. Ja, das stimmt, denn an deutschen Feiertagen, an manchen deutschen Feiertagen, dann müssen wir Holländer leider arbeiten. Das heißt, dass Sie in den Park eigentlich der beste Tag erwischen. Wenn ich Sie jetzt habe, schon an meiner Seite, haben Sie weitere Tipps für die Sonnenklar-TV-Zuschauer, die andere nicht haben? Ja, das stimmt. Zum Besten, denke ich, lese zu Hause nochmal das Märchenbuch, damit Sie auch die Märchen wieder im Kopf haben, wenn Sie zu Efteling kommen. Sie können im Internet gehen und selber schon den Trip planen, wo können Sie alles hin, was für Attraktionen gibt es. Sie können dort auch billiger die Eintrittskarten kaufen. Und wenn Sie zum Beispiel im Rollstuhl sind, dann können Sie auch gut sehen, was auf Ihnen zukommt. Sie können sehr viele Attraktionen fahren, vielleicht denken Sie nicht, aber das ist trotzdem so, suchen Sie es aus. Und vielleicht auch ein sehr guter Tipp, wenn Sie in Efteling sind, laden Sie sich die freien Efteling-App aufs Handy. Da sehen Sie den Grundplan und die aktuelle Wartezeiten. Also Sie bekommen das wirklich das Beste aus Ihrem Tag. Das heißt, ich sitze neben einem Restaurant, genieße mein kaltes Bier und sehe, wann die Achterbahn fährt. Genau, das ist es. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, wo kann man sich informieren? Wie heißt die Internetseite? Das ist www.efteling.de. Ich hatte einen ganz tollen Tag in Efteling, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Den sollten Sie auch mal hier haben, weil hier kommen Sie in eine ganz andere Welt. Und was Sie sagten, irgendwie, ich bin als Kind zurückversetzt worden. Und lassen Sie sich einfach mal verzaubern von Märchen und von Efteling. Und ich schaue mir jetzt, glaube ich, mal das Hans im Glück oder das Rotkäppchenzimmer an und leg die Füße hoch. Zurück zu euch. Klasse, so spannend. Also auch hier wirklich wieder ein ganz neuer, toller Freizeitpark hier in Efteling gefunden. Sehr, sehr schön.
Ja, bei uns geht es weiter und zwar mit einer ganz großen Reise, mit einer großen Kreuzfahrt. Wir sind mit MSC, mit der Vimera Via unterwegs.